Wow, Guys, hier ist eine Nachbildung des Karak-Kreuzers Santa Maria von Christoph Kolumbus. Kann man es anfassen? Ich will es anfassen. Fühlt sich geil an. Ach krass, die hatten sogar einen Zwischenstopp gehabt auf La Gomera und haben dort quasi eine transatlantische, transozeanische Verbindung errichtet zwischen der alten und der neuen Welt. Crazy, das heißt, die haben sich mit Vorräten eingedeckt und dann ging es halt weiter Richtung Nord- bzw. Mittelamerika. 1492, das war doch die Entdeckung Amerikas. Wow, was ist das denn? Hier ist einfach ein... Macht absolut keinen Sinn, Leute. Hier ist ein Boot aus Papua-Neuguinea. Wie gesagt, hey Alter, wir sind doch hier auf Teneriffa. Papua-Neuguinea macht für mich absolut... Ich weiß auch nicht, das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Also, für mich, tut mir leid, aber persönlich kommt es für mich so vor, als hätten die hier einfach irgendwelche Sachen reinplatziert. Ja, von einem ganzen. Ja. Aber sieht natürlich klar, sieht trotzdem geil aus. Hier angefasst, aber fühlt sich richtig alt an. Richtig alt, richtig alt. Also hier ist auf jeden Fall schon mal ein Stück der Pyramiden. Die Pyramiden wurden von diesem Thor Heyerdahl entdeckt. Der war, glaube ich, Norweger. Ja. Oh, was für schöne Blumen. Casa Chagona. Und da geht es um Antonio Carlos Diaz Flores Cartaya. Okay, das war der Herrscher über die Kanaren. Und der Präsident von Teneriffa. Der hat da draußen. Oh, ein Monolith. Geil. Monolith con Tiki Viracocha. Den muss ich anfassen. Ob der echt ist? Oh, hier. In die Hand rein. Fast. Geil, Alter. Schon lange keinen geilen alten Scheiß mehr angefasst. Wow. Die weißen Götter Amerikas. Verrückt. Ich verstehe halt nur nicht, wieso hier alles eigentlich... irgendwie von woanders ist. Von woanders ist, ja. So, da hast du... Boah, das sieht auch krass aus da hinten. Meinst du, das ist echt oder sind das alles Replikaten? Ich glaube, das sind Replikate, sonst würden die ja nicht so hängen, ne? Ja, ich weiß nicht, was man hängen kann. Ja, sonst würde da stehen, don't touch. Fass mal an, fühlt sich richtig geil an. Man traute sich nicht. Wow, das sieht geil aus. Nice. Auch nice, richtig geil. Wow. Leute, kennt ihr das mit den Azteken und den Opferungen? Zieht's euch rein. Waren das die Azteken oder waren es die Mayas? Die Azteken, ja. Sieht auf jeden Fall so aus, Alter. Verrückt. Krass, was ist das? Also das ist auf jeden Fall original. Sicher? Ja, sonst wäre es ja nicht in so einem Glasding. Gold, ja, das ist aus dem Goldmuseum Bogota in Kolumbien. Ja, klar ist das original, safe. Original aus, Alter. Schon ein paar tausend Jahre, tausend nicht, aber schon ein paar hundert Jahre alt. Könnte sogar tausend sein. Oder? Ah, guck mal hier, das ist richtig geil.
Das ist, was ich gerade eben erzählt habe mit dem Typen, mit dem Thor Heyerdahl. Und zwar hat er mit einem selbstgebauten Boot, ist er quasi von hier über Norwegen, hat er bewiesen, dass die Wikinger die Technik hatten und die, das Wissen zu navigieren auf dem Meer, auf dem offenen Meer, um bis nach, von hier aus über die Färöerinseln, Island, Grönland, bis nach Nordamerika zu segeln. Und man sagt hier immer Vinland, haben die ja mal gesagt, die Wikinger. Und Vinland war dann hier. Ich habe jetzt die Halbinsel, wie heißt es nochmal? Labrador? Ist das die Halbinsel? Ja, ja. Ich weiß nicht. Kennst du die Insel nicht? Nein. Davon kommt ja auch der Name für den Hund her. Ja. Junge, du weißt ja gar nichts, Alter. Ne, wirklich, das heißt echt so. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt das hier war oder ob das Stück hier ist. Könnte auch Nova Scotia gewesen sein, muss ich nochmal googeln, aber. Ja, und hier sieht man auf jeden Fall, wie aus Huelva aus, über Teneriffa, quasi hier ist Teneriffa, hier ist La Gomera, Gran Canaria, und dann sind die hier quer durch den Atlantik gesegelt, bis nach Kuba. Ja, und La Española war ja dann hier, das ist ja Haiti gewesen, das war dann hier. Absolut verrückt, Leute, aber auch mega, mega interessant. Witzig, guck mal hier. Die Eiseskälte aus Russland. Väterchen Frost, das ist Väterchen Frost, ey. Was ist das hier? Das ist hier auch römische Kunst, bla bla bla. Was? Typischer hellhäutiger Berber aus dem Atlasgebirge in Marokko. Seit wann habe ich ja noch nie gesehen, dass die blond waren, Alter. Verrückt. Naja, auf jeden Fall, die Berber waren ja auch schon extremst auf dem Meer unterwegs gewesen. Auch schon während der Zeit der Phönizier. Krass. Ja, ne, steht nicht, was das ist. Leider. Lass mal weitergehen. Wow. Hier so alte Tafeln, zumindest so Nachbauten. Da muss ich anfassen. Oh, geil, Alter. Und hier auch. Oh. Leider sind es nur Nachbauten, aber trotzdem geil. Okay, was haben wir hier? Binsenboote waren der Beginn der Schifffahrtsgeschichte. Ja, Binsenboote hat man quasi hier verwendet, also zumeist hier in dem Gebiet der alten Welt, darf man das? Ja, sagt man ja auch, alte Welt, hier, so sahen die dann aus. Wow, fühlt sich echt nach Binsenboot an. Wow, guck mal hier, da hast du sogar eine eigene Kajüte da drin, auch richtig geil. Expedition Titti. Steht da sogar. Nice. Wow, hier hat man auch so alte, so übelst alte Figuren auch. Könnten Flöten oder sowas sein, ne? Aber dass die extrem ähnlich aussehen, ne, ist schon witzig irgendwie. Also da ist eine Pyramide aus Tahiti. Da steht nicht wirklich, wo die herkommt. Aber ja, wahrscheinlich Südamerika auch. Also das ist aus Mexiko. Guatemala. Nochmal Mexiko. Was ist eigentlich eure Lieblingspyramide von denen? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, weil nämlich meine Lieblingspyramide ist definitiv, wo ist sie denn, die mexikanische? Ja, stimmt, hier, die hier. Ah, mein Nacken, Alter.
Fuck, aber das ist meine Lieblingspyramide. Oh, scheiße. Das hier, Guys, das ist nämlich Atlas aus der griechischen Mythologie, der die Welt auf seinen Rücken trägt, als Strafe. Verrückt. Boah, guckt es euch an, sieht schon mega nice aus hier. Hier kommen wir zu der Mythologie der Kanaren. Wow, krasse Story auf jeden Fall. Man hat angenommen, dass dort die Götter wohnen. Weil es nach den Säulen des Herakles ist ja die Meerenge von Gibraltar, also quasi das zwischen Spanien und Marokko liegt. Und alles, was sich dahinter befindet, ist fernab der damaligen Welt gewesen. Und man hat angenommen, dass das hier das Paradies ist, was auch zum größten Teil irgendwie stimmt, oder? Was sagst du, Bro? Könnte das Paradies sein, Alter, ne? Hier? Ja, ja. Das ist schon ziemlich krass hier, ist schon ziemlich geil, das stimmt schon. Das sind die Pyramiden. Auch, ja. Da haben diese Viecher hier auch noch gelebt, die sind aber ausgestorben. Riesenteile, guckt euch an. Richtig heftig, ey. Also das ist das Boot, womit die, gab es ja ein Bild von vorhin. Ich glaube, damit sind die gesegelt von Nordafrika aus bis runter nach Südamerika. Da ist der Typ. Oh, mein Nacken, Alter. Thor Heyerdahl. Norwegischer Forscher, Anthropologe und Buchautor. So sah der gute Mann aus. Also, ich meine, der lebt ja immer noch. Oder lebt er noch? Nee. Scheiße. 2002. Und hier sind so ein paar Bilder von ihm, was er alles entdeckt hat und was er erforscht hat. Wow, der Typ war auf jeden Fall riesig im Game unterwegs, in dem Eroberer- und Entdecker-Game. Krass, er hat sogar einen Oscar bekommen für den besten Dokumentarfilm. 1951, verrückt. Also der hat ja von Polynesien aus mit diesem Boot, was er selbst nachgebaut hat mit seinen Leuten, mit diesem Boot ist er dann quasi nach Peru oder von Peru gesegelt. Also zwischen Polynesien und Peru, um zu beweisen, dass die Polynesier die ersten auf dem amerikanischen Kontinent waren. Richtig krass. Zieht sich rein während seiner Reise. Hat mal auch Haie erlegt. Der Mann erlegt Haie mit den bloßen Händen. Wow, das sind die Boote, die der gebaut hat, ne? Ra. So ägyptische Boot, so Egyptian-mäßig. Alter, guck mal hier. Ist denn das Ding abgesoffen? Ey, der ist aber schon extrem krass rumgereist, ne? Wenn du guckst, so, der ist ja wirklich überall gewesen. So. Der ist einmal mit dem ersten Schiff, mit der Ra 1,
Also nochmal die gleiche Tour gemacht mit der Ra 2, wo dem das erste Schiff quasi ein Fehler in der Konstruktion passiert ist wahrscheinlich. Und dann ist er nochmal hier unterwegs gewesen. Krank, Alter. Die Holländer ziehen sich hier noch den Film rein. Puh, mein Nacken, Alter. Da ist auf jeden Fall eine ziemlich extremst interessante Persönlichkeit gewesen, der Thor Heyerdahl. Oder was denkst du? Ja. Schon interessant, ne? Und wir schimpfen uns. Eroberer und Entdecker, das war der Prototyp des Eroberer und Entdeckertums unserer Neuzeit. Wow, guck mal, was der was hier steht. Hat er gesagt, angeblich. Grenzen? Ich habe nie eine gesehen, aber gehört, dass sie im Verstand der meisten Leute existiert. Wow, guck mal, ich habe wie nennt man das? Gänsehaut. Guck mal, ich habe Gänsehaut. Krass. Der hat absolut recht, Alter. Grenzen existieren nur in eurem Verstand. Weil der Planet ist ja quasi grenzenlos. Ja. Extremst. Inspirativer Spruch auf jeden Fall von ihm. Mein Nacken, Alter. Geiler Typ. Okay, weiter geht's. Hier weht auf jeden Fall ein eiskaltes Lüftchen. Machu Picchu, Alter, da will ich auf jeden Fall auch bald hin, Leute. Also nicht vergessen zu abonnieren und natürlich zu liken und das Video an eure Freunde zu schicken, die solche Art von Videos auch mögen. Schaut euch auf jeden Fall auch meine anderen Videos zu meiner Reise auf Teneriffa an. Die Playlist dazu findet ihr hier. Aber hier geht es jetzt erstmal weiter. Und zwar gehen wir jetzt hier runter. Da sind nämlich die Pyramiden. Oh, mein Nacken, Alter. Leute, ich bin sogar hier am Start, obwohl, Alter, ich eigentlich im Bett liegen sollte. Aber wir gehen jetzt weiter. Ich will nämlich auch die Pyramiden anfassen, ist doch logisch. Also das ist Rohrzucker und ich habe noch nie in meinem Leben Rohrzucker angefasst. Boah, Alter, das Zeug ist extrem hart. So wie Bambuser, ne? Ich habe aber schon mal Rohrzuckersaft habe ich schon mal getrunken, was richtig, richtig geil geschmeckt hat. War ich nämlich auf einem lateinamerikanischen Fest unterwegs. Zieht euch auf jeden Fall dazu das Video rein, und zwar hier. Aber wir gehen jetzt weiter. Wir gehen mal hier entlang. Guys, das hier ist ein Kaktus. Übelst krass, wie riesig der ist. Und das Krasse ist, ich habe noch nicht gewusst, dass ein Kaktus, der ist einfach extrem hart wie ein Baum. Aber hier seht ihr ja, hier kommen die neuen, wie nennt man die, Triebe raus. Extrem interessant auch. Ach, das ist das Ding, die Cochenille, wo ich mich gefragt habe. Ja, der ist befallen von einer milden Art. Ach nein, krass. Die machen daraus den Farbstoff Karmin. Das ist rot, ne? Das heißt, die Pflanze, diesen Kaktus, der wird dann befallen von diesen Insekten, die nennen sich Tonera, und daraus machen die dann den Farbstoff Karmin. Ich glaube, das ist sowas rot, ne? So Karminrot, oder? Ja, ja. Verrückt, Alter. Pff. Krass, oder? Nice.
Ja, ich muss schon sagen, also 12 Euro bezahlt, schon, also ich finde es schon gut. Also alle haben ja zu mir gesagt, geh da auf keinen Fall rein, das lohnt sich nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz geil hier, wenn ich ehrlich bin. Bis auf, dass ich meinen Nacken kaum bewegen kann. Oh, fuck, tut das weh. Hier die Palmen auch richtig nice. Aber ich will jetzt auch mal langsam die Pyramiden anfassen. Das heißt, wir müssen uns da jetzt irgendwie rein sneaken. Hier sind eh keine Kameras, ich gehe jetzt einfach durch. Sobald es hier eine freie Fläche gibt, wo ich durchgehen kann, dann gehe ich zu den Pyramiden. Ah, fuck meinen Nacken, Alter. Und dann fasse ich die Dinger auf jeden Fall an. So. Meinst du, man kann da durch? Ich hab alles sehr verrückt gemacht, vielleicht da. Jo, sieht doch gut aus, oder? Bist du sicher, dass du da rein kannst? Ja, klar. Klar. Sind hier irgendwo Kameras? Siehst du was? Halt mir den Rücken frei, ich geh schnell. Vielleicht kommen Sirenen, Alter. Hui, 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 hui. Schnell vorbei, ich beeile mich einfach. Oh, geil, hier sind sie. Hier sind die Pyramiden von Guimar. Zum Greifen nah. Oh, geil, Alter. Oh, richtig alt auf jeden Fall. Fühlt sich auch alt an. Oh, geil, Alter, die Energy schön aufnehmen. Geil, Alter. Oh, war es auf jeden Fall wert. 12 Euro dafür bezahlt. Um die mal anzufassen. Aber das hätte ich schon mal hinter mir gebracht. Und kommen die Cops? Oui, 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 oui. Ja, Mann. Boah, richtig geil, Alter. Ich habe die Energy gespürt von den Vorfahren der Guanchen. Guanchen, genau. Die Guanchen sind die Ureinwohner der Kanarischen Inseln. Beziehungsweise Teneriffas. Ziemlich nice. Die haben mit ihren Händen das errichtet und ich habe es angefasst. Ist ein gutes Tagespensum für heute. Wow. Lizard. Ja. Ja, es sind ja überall Echsen. Sind ja überall. Aber ganz ehrlich, Echsen sind mir lieber als Mäuse. Salirse del Paseo. Oh shit, ja, zu spät. Das habe ich ja später gelesen. Also war es noch legal, weil ich es nicht wusste. Aber in Deutschland sagen die, Ungewissheit schützt vor Straftaten nicht. Aber inwiefern ist das ja nur eine Bitte, Alter. Das ist jetzt kein Gesetz. Nice. Wow, da ist diese Höhle sogar. Was ist das für eine Höhle? Die Cachona-Höhle. Was war da? Ja, diese Überreste von den. So, die ja, ja. Crazy. Da darf man aber auch nicht rein. Oder doch? Ja gut, lass mal jetzt zurückgehen. Ich habe auch extremst Hunger. Ja. Hast du auch extremst Hunger? Extremst Hunger. Nee, ich habe aber maximal Hunger. Oh, ich kann meinen Nacken nicht nach hinten. Oh, fuck, das tut weh, Alter. Dieses Video endet hier, doch das nächste kommt schon bald. See you in the next one. Peace.